Herzlich willkommen zu Mobility. Ich habe heute mit dabei die Waldi und die Rosalie. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir haben heute einen kleinen Fokus gelegt, wie letztes Mal, falls ihr auch schon dabei wart. Heute dreht sich alles rund um den Oberkörper. Das heißt, Gelenke bearbeiten wir einmal überwiegend die Schultergelenke, den Schultergürtel, die ganze Wirbelsäule und natürlich die Muskulatur rundherum. Alles rund um die Rückenmuskulatur, Brust, Bauch, Schultern bearbeiten wir heute alles ein bisschen durch. Das Einzige, was ihr braucht, wie immer, eine matte, weiche Unterlage und ein Handtuch. Dann macht euch gleich bereit, wir legen gleich los. Wir starten heute im Stand. Die Füße sind hüftbreit, die Schultern einmal schön tief gezogen, die Brust aufrecht und das Becken leicht gekippt. Zieh die Arme nach oben über den Kopf und komm dann direkt nach vorne mit der Brust Richtung Boden. Wir gehen maximal waagrecht parallel Richtung Boden und ziehen die Daumen dann weit nach oben Richtung Decke. Atme erstmal tief durch. Und wir starten dann gleich in die erste dynamische Übung. Dreh den Oberkörper und die Wirbelsäule einmal auf die rechte Seite auf. Die Hüfte bleibt parallel. Beide Hüftknochen zeigen also weiterhin nach vorne. Den oberen Arm ziehen wir dann in einem großen Kreis über hinten zurück nach vorne in die Mittelposition und wir kommen dann gleich über die Mitte auf die andere Seite. Die linke Hand, der obere Arm dreht nach hinten, über unten zurück nach vorne. Komm gleich wieder nach rechts und versuch, den kompletten Radius vom Schultergelenk auszunutzen und für Stück ein bisschen zu vergrößern. Atme dabei tief ein und aus und finde dich langsam ein, mach dich locker. Und du darfst es natürlich gerne in deinem Tempo machen. Denk auch nochmal an die Wirbelsäule, versuch dich wirklich weit nach außen zu rotieren. Die Hüftknochen bleiben vorne, das Becken zeigt in eine Richtung. Noch einmal pro Seite. Öffne dich nochmal weit nach oben. Komm dann in die Mittelposition. Zieh die Daumen nochmal nach oben Richtung Decke, die Brust aktiv zum Boden. Senk die Arme dann langsam ab und roll dich einmal ganz locker nach unten Richtung Boden. Lass den Oberkörper kurz hängen, atme tief aus. Beug die Beine dann leicht an und roll dich Wirbel für Wirbel nach oben in den aufrechten Stand. Komm dann an ein Ende deiner Matte. Beug die Beine wieder leicht an und roll dich auch hier wieder Stück für Stück Wirbel für Wirbel ab. Beug die Beine so weit, dass du die Hände aufsetzen kannst und wander dann rechts und links Stück für Stück nach vorne bis in den Vierfüßlerstand. Ihr kennt bestimmt den herabschauenden Hund oder das umgekehrte V. Wir haben heute eine leicht abgewandelte Version. Deshalb setzen wir die Ellbogen einmal unterhalb der Schultern am Boden ab, die Hände einfach locker vorne aufsetzen. Stell die Fußspitzen am Boden auf und heb die Knie leicht vom Boden ab. Baue sich schon mal leicht Spannung im Bauch auf, das solltet ihr jetzt spüren, kipp das Becken. Und schieb dich dann aus dem Schultergürtel nach hinten, sodass du deine Beine langsam in die Streckung bringen musst. Elementar hier ist aber der Schultergürtel. Also versuch hier die Schulter nach hinten zu drücken und dadurch die Beine in die Streckung zu bringen. Solltet ihr leicht Druck auf der Schulter spüren, gerne auch die hintere Oberschenkelseite, die Waden, aber auch die Rückenmuskulatur. Wir haben also alles leicht in der Dehnung. Schieb die Brust schön nach hinten. Atme dabei nicht vergessen.
bring die Knie dann langsam wieder zum Boden. Komm mit den Händen direkt nach oben in den Vierfüßlerstand und mach die Wirbelsäule einmal schön rund. Drück sie komplett nach oben durch und komm dann Wirbel für Wirbel von der Lendenwirbelsäule bis zur Halswirbelsäule wieder in die Streckung. Roll dich langsam wieder ein, in deinem Tempo. Atme tief ein, wenn du dich rund machst, atme aus, wenn du den Rücken wieder in die Länge bringst. Komm dann langsam in die Neutralstellung zurück. Komm mit den Ellenbogen wieder tief, unterhalb der Schultern. Die Hände locker aufsetzen, Fußspitzen aufstellen, die Knie leicht abheben. Und dann schieb dich wieder langsam in der Schulter nach hinten. Bring die Beine in die Streckung. Und versuche jetzt noch ein Stückchen mehr in die Dehnung zu kommen. Mach dich schön lang, schieb die Schulter raus. Lass dich nicht hängen, Schultern sind weit weg von den Ohren. Beug die Beine langsam an. Komm mit der Hüfte wieder vor. Mit den Armen nach oben in den Vierfüßlerstand. Bring jetzt die Beine nach hinten in die Stützposition. Die Hände positionieren wir unterhalb der Schultern. Kipp das Becken ein, dass du gut Spannung in der Bauchmuskulatur hast. Wenn es zu schwer für dich ist, kannst du jederzeit auf die Knie ausweichen. Wir haben eine kleine Aktivierungsübungen für den Schultergürtel, für die Schultermuskulatur. Wir haben also eine Art Liegestützkombination, allerdings ohne aktive Arbeit im Ellenbogengelenk. Ihr seid im Stütz und lasst jetzt die Schultergürtel, die Schultern einfach mal nach hinten durchhängen. Versucht beide Schulterblätter hinten möglichst zu berühren, wenn ihr schafft. Und drückt euch aus der Position dann wieder komplett nach oben. Drück die Schultern raus, weit weg von den Ohren. Das ist alles an der Bewegung. Wenn es zu schwer ist, wie gesagt, komm einfach auf die Knie, lass dich locker reinhängen. Die Arme bleiben komplett gestreckt und drück dich wieder raus. Du machst also fast schon eine Rundung im oberen Rücken. In deinem Tempo. Wenn ich jetzt für euch zu Hause wäre, stellt euch vor, ich packe meine Hand zwischen eure Schulterblätter und ziehe sie weit zusammen. So weit wie ihr könnt. Und dann drückt ihr sie richtig weit auseinander. Konzentriert euch hier wirklich auf die Ansteuerung. Wenn ihr die einmal richtig raus habt, fallen euch alle möglichen Übungen für den Oberkörper deutlich einfacher. Noch 4 Wiederholungen in deinem Tempo. Denk nochmal, die Arme bleiben gestreckt. Drück dich richtig weit raus, die Schultern weit weg von den Ohren und einmal richtig weit reinsinken lassen. Wenn du soweit bist, komm mit der Hüfte nach hinten in die Kindposition. Lass die Arme weit vorne. Und komm dann Wirbel für Wirbel in einer runden Bewegung nach vorne in die Cobra. Lass erst den Oberschenkel, dann das Becken
und dann möglich ein Stückchen vom unteren Bauch Richtung Boden absenken. Schultern bleiben tief, weit weg von den Ohren. Selbe Bewegung zurück, mach dich langsam rund und komm zurück in die Kindposition. Eine zweite Runde, mach dich im Oberkörper rund und Wirbel für Wirbel am Boden ablegen in die Cobra. Oberschenkel, Hüftgelenke bis zum Becken. Roll dich langsam wieder auf. Diesmal jedoch nur in den Vierfüßlerstand. Wander mit den Händen oder mit den Knien ein bisschen vor oder zurück, dass die Knie wieder auf einer Linie mit deiner Hüfte sind und die Hände auf einer Höhe mit den Schultern. Heb nun deine rechte Hand vom Boden ab, leg die Handrückseite am Boden auf und zieh sie dann langsam unter der linken Hand durch, sodass die Schulter Richtung Boden zieht. Rotier den Oberkörper ein und komm tief Richtung Boden. Zieh sie dann direkt langsam wieder auf, komm in die Neutralstellung und zieh den rechten Arm direkt nach oben und öffne die Brust. Hier haben wir wieder einen kleinen Flow in der Bewegung, das heißt, ihr zieht direkt wieder runter in eurem Tempo. Rotier dich ein, zieh die Schulter nach unten und wenn du unten im maximalen Punkt angekommen bist, komm direkt wieder nach oben und öffne dich. Dein Tempo, atme tief ein und aus. Zieh die Schulter weit nach unten, versuch deinen Radius zu erweitern. Und wenn du dich nach oben öffnest, drück die Schulter weit raus, weg vom Ohr. Und du darfst deine Hand auch gerne hinterher schauen, um die Bewegung noch ein bisschen zu unterstützen. Öffne dich noch einmal nach oben. Rotiere dich noch ein letztes Mal nach unten ein. Komm so weit nach unten, wie es möglich ist. Und wenn du kannst, leg deinen ganzen Oberkörper auf die Schulter auf, sodass ich meine linke Hand nun vom Boden lösen kann. Wenn es nicht geht, kein Problem, bleib einfach in dieser Position. Wenn es allerdings funktioniert, langsam den Arm einmal anheben und nach oben Richtung Decke ziehen. Ihr dürft der Hand gerne hinterher schauen, ansonsten bleibt mit dem Blick vorne. Zieh die Schulter weit nach hinten. Die letzten 4, 3, noch 2 und langsam die linke Hand wieder absenken und in die Mittelposition rotieren. Kurz wieder ausrichten. Beide Hände unter die Schultern und dann wechseln wir gleich die Seite. Linke Hand anheben, unter der rechten durch, einmal einrotieren und wenn du unten angekommen bist, direkt wieder nach oben
Öffne dich weit nach oben Richtung Decke. Schau der Hand gerne hinterher, wie eben auch in deinem Tempo. Bring die ganze Wirbelsäule in die Rotation. Atme tief ein und aus. Und bring die Schulter weit weg vom Ohr, wenn du dich öffnest. Öffne dich noch einmal nach oben, rotiere dich nach unten ein. Wenn möglich, leg den Oberkörper auf der linken Schulter ab, heb die rechte vom Boden ab und zieh sie nach oben Richtung Decke. Bring die Hand langsam zurück nach unten, rotiere dich wieder auf, komm in den Vierfüßlerstand und direkt mit der Hüfte wieder zurück in die Kindpose. Versetz die Hände weit nach vorne, damit wir den Rücken schon mal schön lang ziehen. Und wir beginnen jetzt mit dem breiten Rückenmuskel, den Latissimus. Den ziehen wir jetzt wieder schön in die Länge. Dafür kommen wir mit der Hüfte wieder leicht nach oben. Verlagern beide Hände einmal maximal nach links. So weit, dass die Hüfte noch auf einer Linie bleibt. Die bewegt sich also nicht mit. Aus der Position zieht die Hüfte wieder tief. Zieh sie Richtung Po. Die Fersen Richtung Po. Und spür, wie deine rechte Seite sich in die Länge zieht. Stell dir vor, deine Hände kleben am Boden fest und der Po zieht aktiv Richtung Fersen. Heb den Po wieder leicht an. Die Hände wandern über die Mitte auf die rechte Seite, maximal so weit, wie die Hüfte auf einer Linie bleiben kann. Und senkt die Hüfte langsam wieder ab. Denk dran, die Hände sind festgeklebt am Boden. Spür, wie deine linke Seite sich langsam in die Länge zieht. Heb die Hüfte leicht an. Wir wechseln noch einmal die Seite. Maximal auf die linke Seite wandern. Hüfte tief. Und versucht jetzt aktiv mal die rechte Hüfte nach hinten zu ziehen und spür, wie die Dehnung sich noch mehr verstärkt. Komm langsam wieder nach oben und wechsel ein letztes Mal die Seite. Maximal nach rechts und zieh die Hüfte tief. Versuch auch hier nochmal aktiv die rechte Hüfte Richtung Boden und nach hinten zu ziehen. Mach den Rücken nochmal richtig schön lang.
Hebt die Hüfte leicht an, kommt zurück zur Mitte. Und kommt zurück in die Kindposition. Die Hüfte nochmal richtig tief Richtung Fersen ziehen. Und wir haben die letzte aktive Dehnung für unsere Rückenmuskulatur, vor allem für den Nacken und die lange Muskulatur rund um die Wirbelsäule. Leg deine Hände einmal nach hinten und versuch deine Fußsohlen zu umgreifen. Du lässt den Oberkörper also komplett auf deinen Oberschenkeln liegen. Geh hier nur so weit, wie es für dich wirklich möglich ist. Wenn du merkst, du bist an der Grenze angekommen, dann bleib hier stehen und versuch dich Stück für Stück ein bisschen zu steigern. Jetzt legen wir den Kopf mit der Stirn einmal am Boden ab und zieh dein Kinn weit Richtung Brust. Denk dran, deine Hände sind an den Fußsohlen und bleiben auch hier fest kleben. Wir gehen jetzt langsam die Hüfte nach oben zu ziehen und den Po Richtung Decke anzuheben. Du solltest jetzt schon merken, die Arme sind gestreckt und dein Nacken beginnt sich langsam in die Länge zu ziehen. Mach deinen Rücken komplett rund, drück die Wirbelsäule durch und spür, wie sich die Schultern und dein Nacken und der lange Rückenstrecker schön in die Länge ziehen. Halt dich fest an den Fersen, lass die Arme ganz locker. Atme weiter tief durch. Lass die Schulter nochmal tief nach unten fallen. Drück die Wirbelsäule noch ein bisschen mehr durch. Wir halten hier noch 4, 3, 2. Senk die Hüfte langsam wieder ab. Lass dich ganz kurz locker liegen, lass die Schultern an den Seiten Richtung Boden fallen. Atme kurz durch. Locker den Nacken. Richte den Oberkörper dann langsam auf und komm einmal über die Seite in den Sitz auf den Po. Die Hände positionieren wir nun hinter dem Körper mit den Fingerspitzen Richtung Po. Setz die Fersen nah am Po auf. Wir kommen nun mit der Hüfte langsam nach oben Richtung Decke. Die Arme sind komplett gestreckt und weit weg von den Ohren. Richte den Blick Richtung Decke und versuch die Hüfte so weit wie möglich nach oben zu ziehen. Spür, wie die vordere Schulter, die mittlere Schulter in die Länge gezogen werden. Senkt die Hüfte langsam wieder ab. Wenn du möchtest, wir haben auch hier eine kleinere Steigerungsoption. Wir verlagern das Körpergewicht einmal auf die linke Hand. Die rechte heben wir vom Boden ab. Um hier nach oben zu kommen, wenn es zu schwer ist, dürft ihr auch ein kleines bisschen Schwung mitnehmen. Wenn es zu schwer ist, lasst lieber beide Hände am Boden. Wir starten mit der rechten Hand oben. Die Hüfte langsam wieder nach oben. Ihr dürft die Hand gerne gleich mitnehmen. Und ihr merkt, wir ziehen einmal diagonal nach hinten und diesmal über den Kopf Richtung linke Schulter. Wir öffnen also hier gleichzeitig die linke Schulterpartie und die Rückenmuskulatur auf der rechten Seite. Schieb die Hüfte weit nach oben zur Decke, zieh den Ellenbogen tief über den Kopf nach unten. Senk die Hüfte langsam ab, nimm den Ellenbogen mit und dann wechseln wir direkt die Seite. Rechte Hand aufsetzen, linke lösen und komm mit der Hüfte wieder nach oben. Zieh die linke Hand zur rechten Schulter.
Zieh den Ellenbogen weit nach unten und gerne tendenzweise auch ein bisschen nach hinten über den Kopf. Senk die Hüfte langsam ab, nimm den Arm mit und komm dann mit dem Blick einmal nach vorne. Wir kommen in den Schneidersitz, die Beine ganz locker, wir sind heute ein bisschen außen vor. Dafür ziehen wir die Schultern tief, die Brust schön aufrecht. Mit der rechten Hand greifen wir einmal an unser linkes Knie und ziehen den Oberkörper weit in die Rotation. Nimm dann den linken Arm über den Kopf, ziehen einmal weit nach oben zur Decke und dann tief Richtung rechtes Knie. Aus der Position zieh den Arm aktiv nach hinten. Desto mehr du dich nun mit dem rechten Arm in die Rotation ziehst, desto stärker wird auch hier wieder die Dehnung. Nimm den Arm langsam zurück, richte den Oberkörper wieder auf und wechsle die Seite. Linke Hand, rechtes Knie, den Oberkörper möglichst weit in die Rotation. Rechter Arm über den Kopf, einmal lang machen und dann tief Richtung linkes Knie. Und auch hier tendenziell den Ellbogen nach hinten über den Kopf. Löst den Arm, bring den Oberkörper nach oben und setz zum Schluss einmal beide Hände auf die Knie. Mach den Oberkörper einmal ganz locker, locker die Schultern ein bisschen durch und zieh die Brust nun einmal möglichst weit nach oben Richtung Decke. Atme tief ein und schieb die Brust dann nach hinten. Mach dich rund. Wir haben mal so eine ähnliche Bewegung wie bei der Cat-and-Cow-Bewegung auf den Vierfüßlern. Nur im Sitzen. Komm wieder zurück, schieb die Brust nach oben und mach dich rund, atme aus. In deinem Tempo, wenn du möchtest, darfst du hier auch gerne die Augen schließen. Atme bewusst ein und aus und schieb dich weit nach oben und mach dich schön rund. Komm zurück in die Neutralstellung. Schieb dich noch einmal nach oben und komm dann einmal über die linke Seite in eine leichte rotierende Bewegung. Über rechts wieder nach vorne. Du darfst dich mit den Händen hier auch gerne ein bisschen unterstützen. Lass dich nach hinten ein bisschen reinfallen. Zieh dich mit der rechten Hand wieder nach vorne und lass die Kreise immer wieder ein kleines bisschen größer werden. Atme tief ein, wenn du nach vorne kommst und aus, wenn du über hinten dich wieder rund machst. Wechsel einmal die Seite, wenn du vorne angekommen bist. Komm über vorne, wieder in die Mittelstellung. Locker die Schultern nochmal ein bisschen durch. Und dann habt ihr es für heute auch schon geschafft. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Natürlich auch an euch beide. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend und bis die Tage.